heute mit der Live-Reportage aus dem Friedrichshäuserbruch. Ich bin live. Heute pflücken wir mit unserem WPK ganz viele Birken. Der Grund wird Ihnen gleich die Expertin erklären. Heute werde ich Sie fragen, warum pflücken wir eigentlich diese Birken? Diese Birken zupfen wir hier, denn mit der Wurzel entziehen sie dem Moor die oberen Schichten des Wassers. Wir haben jetzt zwar ganz viele alte Moorbirken stehen, die sollen auch erhalten bleiben, aber um dem Moor die besten Startmöglichkeiten zu geben, damit auch in den oberen Schichten Wasser steht, entziehen wir quasi diese kleinen Pumpen. Und live kannst du mir sagen, wie viel Wasser so eine Birke eigentlich am Tag wegzieht? Also wie Sie unserer Gruppe schon mal erklärt haben, so eine Birke zieht anscheinend eine ganze Badewanne voll Wasser halt. Und deswegen muss die sozusagen gepflückt werden. Genau. Und wenn wir sie nicht pflücken können, weil sie schon zu groß sind oder zupfen, dann knicken wir sie in der Mitte ab. Wenn hier der Knick ist, dann fließt eben die Energie weiterhin in den Stamm, also in dieses kleine Bäumchen. Und sie treibt unten nicht aus mit ganz vielen neuen Bäumchen. Und so können wir im nächsten Jahr, wenn sie ein bisschen schwächer ist, sie viel besser eben entnehmen. Okay, super. Vielen Dank. Wir stehen hier auf einem alten Weg, der auch teilweise wieder verfüllt worden ist an den Außengräben. Und man kann hier sehen, dass hier das Wasser, wenn hier Starkregen ist, immer noch am Rand einfach runterrauscht, also oberflächlich abfließt. Und wir möchten gerne das Wasser wieder in die Fläche führen, damit es dort langsam versickern kann und das Wasser auch dem Moor zur Verfügung steht. Und darum haben wir diese Hacken, kannst du dir einmal präsentieren. Darum machen wir jetzt mit den Hacken hier Erdarbeiten und werden das Wasser in die Fläche zurückführen. Okay, das hört sich gut an. Gebt unsere Arbeiten gerade, und zwar das Wasser, was jetzt hier oben am Weg lang floss in so einem kleinen Graben, fließt jetzt hier über den Weg hinüber in so eine Senke. Aha. Und wir haben tatsächlich überall da vorne kleine Torfmoos-Initiale gesetzt, die an den Birken noch dran steckten beim Zupfen, dass hier auch noch sein Torfmoos wachsen kann auf Dauer. Also es klappt super, man kann sogar sehen, dass das Wasser in Bewegung ist und wirklich fließt in diese kleine Senke da hinten. Aber ich dachte jetzt, das Wasser sollte aufgefüllt werden und nicht wieder abfließen. Es sollte nicht auf dem Weg nach unten fließen, sondern es sollte halt von dem Weg runter wieder zurück in die Moorfläche. Und das haben wir hier bewirkt, indem wir das von dem Weg runtergenommen haben und zurück in die Moorfläche reingeführt haben. Okay. Das war die Live-Reportage im Friedrichshäuserbruch, und damit sagen wir auf Wiedersehen. Schalten Sie das nächste Mal wieder ein.